Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Blauzahn. Ich bin gerade mit meiner Familie mit unserem Elektroauto für eine Woche in Tirol zum Skifahren. Wir fahren heute zum Kaunertaler Gletscher und da fährt man auf dem Parkplatz auf 2755 Meter hoch. Zum Vergleich, der höchste Pass der Alpen, das ist der Col de l'Isaron. Der ist 2770 Meter hoch und das sind nur 15 Meter mehr. Den höchsten asphaltierten Punkt, den man in den Alpen erreichen kann, das ist auf 2829 Meter. Da muss man die Ötztaler Gletscherstraße bis zum Ende fahren, dann erreicht man diesen Punkt. Und wie ihr seht, ziemlich extreme Höhen, wenn man sich die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands, anschaut mit 2960 Meter. Und in diesem Praxisbeispiel heute zeige ich euch mal, was Rekuperation bedeutet. Das Ganze hat auch keinen wissenschaftlichen Anspruch. Es ist einfach wirklich aus dem Leben heraus und soll einfach nur mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Kommen wir mal zu den Rahmenbedingungen. Also das Auto steht hier im Carport bei der Pension und wurde nicht vorklimatisiert. Der Akkustand beträgt 90% und er zeigt mir für die 47 Kilometer an, dass ich dort mit 44% Akkustand ankommen werde. Er berechnet natürlich die Topografie, das Wetter, die Temperatur und so weiter. Das wird dann dynamisch während der Fahrt angepasst, je nachdem, ob man langsamer oder schneller fährt. Jetzt starten wir hier auf 1070 Meter Höhe, fahren die nächsten 2 Kilometer aber erst einmal mehr als 200 Höhenmeter runter und haben dann ab 800 Höhenmeter rund 45 Kilometer Steigung vor uns. Im Ort Feichten erreicht man die Mautstation, denn die Kaunertaler Gletscherstraße ist eine reine Privatstraße. Von da aus sind es noch 26 Kilometer mit durchschnittlich 10% Steigung und 29 Kehren. Hier oben angekommen auf 2755 Meter Höhe sind wir mit einem Verbrauch von 56,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Durchschnitt und 100 Kilometer Restreichweite. Achtet hier mal auf die Reichweite nachher bei der Rückfahrt. Und der Batterieladestand beträgt 42%. Aber jetzt geht's erstmal zum Skifahren.
Und jeden Berg, den man mit dem Elektroauto hochfährt, muss man zwangsläufig auch irgendwann wieder runterfahren. Und dann kommt die Rekuperation ins Spiel. Bei der Rekuperation wird der Elektromotor zum Generator und wandelt bei jeder Verzögerung die potenzielle Energie in Energie um, die in der Batterie gespeichert werden kann. Beim e-tron ist es so, wenn man auf die Bremse tritt, dann wird rekuperiert. Die Scheibenbremse wird dann nicht angesprochen, sondern bis zu 0,3 G wird rekuperiert und erst darüber hinaus wird die Bremse nahtlos hinzugenommen. Der e-tron kann mit bis zu 220 Kilowatt Leistung rekuperieren. Man kann es auch so einstellen, dass man einfach generell rekuperiert, wenn man das Strompedal loslässt. Das geht in verschiedenen Stufen oder auch automatisiert anhand des Streckenverlaufs aus den Navigationsdaten. Der Wirkungsgrad der reinen Rekuperation selbst beträgt um die 75%. Also das, was ich hier bei meiner Fahrt auf den Gletscher zusätzlich an Energie aufwende, um die Höhenmeter zu überwinden, kann ich bei der Bergabfahrt wieder zu 75% zurückgewinnen und als Energie in den Akku einspeisen. Den hohen Verbrauchsschnitt durch die Fahrt auf den Gletscher konnte ich somit durch die Rückfahrt runter um ca. 60% vermindern. Der Heizungsverbrauch beider Fahrten kommt ja trotzdem noch hinzu. Das Besondere beim e-tron und auch bei vielen anderen Autos, die ich kenne, sie zeigen keine Negativwerte beim Durchschnittsverbrauch an, sondern es bleibt auf Null, auch wenn man in den Negativbereich geht. Aber das macht nichts, denn ich habe ja auf der zweiten Ebene vom Bordcomputer den Gesamtschnitt und kann mir daraus den Verbrauch für die Rückfahrt errechnen. Wie das Ganze aussieht, gucken wir uns am Ende an. Es ist ja auch nicht so, dass ich die komplette Strecke einfach nur strack bergab fahre, sondern man fährt ja auch wieder etwas in der Ebene und zur Pension hoch, die 200 Höhenmeter muss ich natürlich auch wieder überwinden, wenngleich man auf dem Rückweg insgesamt gesehen schon bergab fährt. Das sind die abfotografierten Werte, als wir wieder an der Pension angekommen sind. Hier ist das Ergebnis. Unser e-tron 50 hat eine 64 Kilowattstunden Batterie, wir waren mit 4 Personen unterwegs und der ganzen Skiausrüstung. Die Gesamtstrecke, die wir zurückgelegt haben, waren 95,4 Kilometer und einen Durchschnittsverbrauch hatten wir erzielt über die Gesamtstrecke von 26,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Auf dem Hinweg haben wir durchschnittlich auf 100 Kilometer gesehen 56,3 Kilowattstunden benötigt und wir kamen mit 42% Batteriestand an. Auf dem Rückweg haben wir einen negativen Durchschnittsverbrauch gehabt pro 100 Kilometer, nämlich minus 3,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Schnitt. Und der Batteriestand bei der Ankunft war auf 45% gestiegen, also 3% hinzugewonnen. Man muss sich das gerade nochmal vor Augen führen. Auf dem Rückweg sind wir also fast 50 Kilometer gefahren, haben die Heizung angehabt und trotzdem noch den Ladestand der Batterie um 3% erhöht. Wenn wir uns die potenzielle Energie angucken für die Höhenmeter, die man überwinden muss, dann waren das 14,05 Kilowattstunden zusätzlich an Energie, die aufgebracht werden mussten, um die Höhenmeter zu überwinden. Auf 100 Kilometer gerechnet im Schnitt sind das dann ungefähr 29 Kilowattstunden, die in dem Verbrauch von 56,3 Kilowattstunden drinsteckten. Und auf dem Rückweg konnten wir fast 11 Kilowattstunden rekuperieren, die wir zurückgewonnen haben. Das Ganze habe ich dann auch nochmal verifiziert mit EV-Kalk, da kamen die gleichen Ergebnisse raus. Meine Take-Home-Message. Jede notwendige Verzögerung, also der Bremsvorgang, gewinnt Energie zurück, die in der Batterie gespeichert werden kann. Und das macht sich vor allen Dingen im Stadtverkehr bemerkbar und bei Stop-and-Go, da kann das Elektroauto seine technische Überlegenheit richtig gut ausspielen. Und für 90% der notwendigen Verzögerungen reicht die Rekuperationsleistung und es kommt gar keine Scheiben- oder Trommelbremse zum Einsatz. Aber Vorsicht, bei voller Batterie und oder sehr kalter Batterie ist die Rekuperationsleistung vermindert. Aber immerhin, die Rekuperation erwärmt die Batterie. Und zum Schluss sage ich euch, am besten ist, wenn man gar nicht rekuperieren muss, wenn man vorausschauend fährt, den Wagen rollen lässt und erst gar nicht die Energie vernichtet, die Bewegungsenergie, weil auch mit der Rekuperation bekommt man nicht wieder 100% zurück.